gut. Also was die Leute alles erfindet heutzutage, ich kann's kaum fassen. Dass die eine jetzt auf den Mond schießt, versteht man ja noch. Aber dass ich bei meinem zukünftigen Radio natürlich die Sender automatisch, stellen Sie sich das vor, vollkommen von selbst scharf einstellen. Ja, ganz bestimmt. Sogar fernsteuern wie eine Mondrakete kann ich den Saba Automatik. Und den gibt's nun allerdings natürlich freilich überhaupt, wie mein Neffe, der Karl, sagt, bloß bei Saba. Wer hätte auch das gedacht? Baden-Baden, Beromünster, Paris, Rom, eine ganze Welt ist auf der Skala des Saba-Empfängers vereint. Wo aber liegt nun Saba? Die Antwort soll dieser Film geben, den wir allen Saba-Freunden in die Ferne senden. Im Herzen des europäischen Kontinents, wo Rhein und Donau ihren Lauf beginnen, steigt der Höhenzug einer reizvollen Landschaft auf, der Schwarzwald. Immer grüne Wälder durchziehen Berge und Täler, und von seinen stillen Höhen schenkt der Schwarzwald Ausblicke von idyllischer Schönheit. Hart ist die Arbeit der Schwarzwälder Bergbauern, und steinig ist der Boden. Aber in der Geborgenheit seines Hauses gleicht der Schwarzwälder die herbe Seite der Natur auf seine Weise aus. Ein Kirschwasser ist immer zur Hand und der Schwarzwälder Speck ist die beste Grundlage für diesen wohlbekannten Trank. Die Schwarzwälder Kuckucksuhr und bunt bemalte Schilderuhren erinnern an vergangene Zeiten. Das Tüfteln und die Feinarbeit liegen dem Schwarzwälder von alters her im Blut. So hat auch Benedikt Schwer 1835 in Triberg begonnen. Aus einer bescheidenen Werkstatt wurde im Laufe der Jahre eine kleine Fabrik. Sein Enkel Hermann Schwer übersiedelte nach Villingen und schuf hier die heutigen Saba-Werke. Durch sein Prinzip der Präzisionsarbeit begründete er den Saba-Ruf in aller Welt. Geübte Hände,
die früher Uhrenrädchen ineinander fügten, bauen heute mit dem gleichen sicheren Gefühl das präzise Räderspiel der Saba-Automatik zusammen. Zur Feinarbeit gehören flinke, sichere Hände. Das Fingerspitzengefühl und der Sinn für feinste Verrichtungen muss dem Menschen gegeben sein. Dem prüfenden Blick entgeht keine Ungenauigkeit. Die Menschen leben hier bei ihrer Arbeit noch in engster Nachbarschaft mit der Natur. Tausend fleißige Hände sich regen, muss der Zustrom des Rohmaterials ununterbrochen fließen. Ganze Ladungen und tonnenschwere Stapel müssen bereitgestellt werden, um die Produktion zu versorgen. Vom Lager wandert das Rohmaterial direkt in die großen Maschinenhallen für die Blechverarbeitung. Unter dem wuchtigen Druck der Stanzmaschinen bekommt das Rohmaterial seine erste Form. Vom Chassis bis zum Schräubchen, vom Lautsprecher bis zum Skalenzeiger werden Millionen Einzelteile im Werk hergestellt. Dieser hohe Anteil der Eigenproduktion ist ein Eckpfeiler der Saba-Präzision. Das erste Bauelement für das Gerät ist das Chassis, dessen einzelne Teile in der Punktschweißerei zusammengefügt werden. Arbeit im Reich der Farben ist eine Freude für die Augen. Hier überzieht der Sprühzauber aus der Spritzpistole die Oberfläche eines Rundfunkgehäuses mit einem goldenen Kleid. Die Verwandlungskunst der galvanischen Bäder umgibt das blanke Chassis in Sekundenschnelle mit einer schützenden Schicht, die es tropenfest macht. In den rotierenden Trommeln werden auch kleine und kleinste Teile galvanisch veredelt. Das Silberbad gibt den Kontakten und Spulen eine hohe elektrische Leitfähigkeit.
Wenn die Hände ruhen und die Maschinen schweigen, schafft der Geist schon für den neuen Tag. Im Laboratorium werden Güte und Eigenschaften des Materials chemisch erprobt. Rohstoffe, Isolierungen und Lacke müssen die neuzeitlichsten Prüfmethoden bestehen, bevor sie für die Verarbeitung freigegeben werden. Hier wird die Viskosität eines Öles gemessen. Wachse werden auf ihren Säuregehalt untersucht. Der Wegbereiter des technischen Fortschritts ist die Forschung. Seit 27 Jahren arbeitet Diplom-Ingenieur Leuthold im Dienst der Saba-Forschung. Schon 1937 wurde nach seinen Ideen und Entwürfen das erste Automatikgerät konstruiert und gefertigt. Wie dieser Pionier der Technik, so zählen viele der 2500 Saba-Angehörigen seit 10, 20, 30 und mehr Jahren zum bewährten Stamm der Werksgemeinschaft. Ihre reichen Erfahrungen haben wesentlichen Anteil an dem Weltruf der Saba-Präzision. Von den Konstrukteuren wird das Ergebnis der Forschung in greifbare Form umgesetzt. Am Reißbrett entstehen die klaren Linien, die nun in der Sprache der Techniker ausdrücken, wie Teil für Teil produziert werden muss. Schon zu einem Gerätetyp gehören Tausende von Einzelteilen. Alle diese Teile sind Bausteine für ein einziges Gerät. Im Ablauf der Fertigung ordnen sie sich zu einem Mosaik der Technik, das schließlich im Innern des Gehäuses verbleibt. Im Automatensaal produzieren moderne Maschinen im Rhythmus der Mengenfertigung den Großbedarf an Einzelteilen. Präzisionswerkzeuge aus eigener Fertigung kennzeichnen die Saba-Wertarbeit. In der Werkzeugmacherei schaffen die geübten Hände des Facharbeiters die vielfältigen Werkzeugformen zum Schneiden, Stanzen, Ziehen, Biegen und Pressen. Ein unersetzbares Betriebskapital an hochwertigen Werkzeugen steht hier einsatzbereit. In ein Spezialwerkzeug für die Kunststoffspritzerei wird die versilberte UKW-Schwingspule eingelegt. Sorgfältig verlötete Drähtchen bilden mit der Spule das Innere des UKW-Schwingkreises. Die Form wird geschlossen und unter Hitze und Druck vollzieht sich nun der Spritzvorgang, der die metallischen Teile in eine Isoliermasse bettet. Gekörntes Rohmaterial ist der Ausgangsstoff für die gepressten Einzelteile.
Handumdrehen vollzieht sich hier ein Wunder der Technik. Dem unsichtbaren Spritzvorgang folgt das Zeigerspiel der Messinstrumente, um jede Phase des Druckes und der Temperatur zu überwachen. Die Verarbeitung moderner Werkstoffe zeugt von der Vielseitigkeit und dem Fortschritt der Saba-Produktion. Auch die geschmeidigen, biegsamen Isolierschläuche und Kabel werden in eigener Fertigung hergestellt. In den Regalen sind diese Produkte zu einem farbenfrohen Bestand vereint. Alle Teile der Vorfertigung kommen hier zusammen und bilden das zentrale Lager für den laufenden Betriebsbedarf. Das Klicken und Ticken sind die Herzschläge der Prüfgeräte. Durch Messungen wird hier jedes Einzelteil vor dem Einbau einer Auslese unterzogen. Unbestechlich und unfehlbar weist der Prüfautomat alles zurück, was nicht der Norm entspricht. Erfahrene Ingenieure und Techniker entwickeln und konstruieren Spezialprüfautomaten für den Eigenbedarf. Ein solcher Roboter der Präzision leistet 70, 80, 90 Einzelprüfungen in kürzester Zeit in einem Arbeitsgang. Hier wird ein Transformator elektrisch durchgemessen. Der Kern des Transformators wird aus vielen kleinen Blechen zusammengesetzt. Wickelmaschinen modernster Art verarbeiten im Blitztempo haarfeine Drähte zu Spulen. In einem Arbeitsgang werden 15 Spulen zugleich gewickelt. Die Schaltdrähte bilden das Adernsystem im Gerät. Geschickte Hände ordnen, flechten und binden Dutzende von isolierten Leitungen, bis der Kabelbaum für die Montage fertig ist. Baugruppe auf Baugruppe reiht sich in das Chassis ein. Hier wird der Transformator aufmontiert. Die durchdachte Trennung in Baugruppen ist der sichtbare Ausdruck einer klaren Konstruktion. Das vorgefertigte Tastenaggregat gibt dem Chassisaufbau schon die ersten Bedienungsorgane für den praktischen Gebrauch. Am laufenden Band fährt nun Chassis auf Chassis von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz. Hunderte von Verbindungsstellen müssen sorgfältig gelötet werden. Schon eine einzige mangelhafte Lötstelle könnte die Funktion des ganzen Gerätes lähmen. Musik
Am Ende des Laufbandes muss jedes Chassis die Schlusskontrolle passieren. Das geschulte Auge und der sichere Griff des Facharbeiters gehen jeder Abweichung zu Leibe. Das fertig geschaltete Chassis nimmt der Prüfautomat in eine scharfe Gesamtkontrolle, die elektronisch arbeitet. Leuchtfelder flammen auf und signalisieren sofort jede Fehlerquelle. Sockel für Sockel wird bestückt und mit dem Einbau der Röhren ist das Chassis vollständig. Was an Energie und Dynamik im Gerät schlummert, kann nur durch eine ebenbürtige Lautsprechergüte in Tonfülle und Klangreichtum umgesetzt werden. Deshalb werden alle Lautsprecher in Eigenfertigung hergestellt. Die klangliche Leistung des Gerätes wird vom Akustiker zur höchsten Vollendung entwickelt. Selbst die gesteigerte äußerste Lautstärke darf den Ton nicht verzerren. Der Oszillograph macht jede Abweichung durch den Kurvenverlauf sichtbar. Im schalltoten Raum werden die Lautsprechertypen auf ihren Tonumfang untersucht. Und ein modernes Messgerät zeichnet frequenzgetreue Kurven auf. Diese lückenlose Kontrolle schafft dem Akustiker die festen Grundlagen für den vorbildlich schönen Sabaton. Tonteil, Lautsprecher und Gehäuse werden hier harmonisch aufeinander abgestimmt. Wer arbeitet, will auch essen. Und ein gesunder Hunger beflügelt den Schritt. Die Küche erwartet ihre täglichen Gäste und bald sind Kessel und Platten geleert. Die Pause in frischer Luft ist eine kleine Erholung mitten im Schwarzwald. Dabei wandern die Gedanken zu einem Ferienparadies am Bodensee. Schon vor 25 Jahren ließ Hermann Schwer in Meersburg ein Erholungsheim für die Saba-Angehörigen errichten.
Die Dusche wirkt am Sommertag erfrischend wie ein Regen. Hier kommt ein kühler Wasserstrahl dem Übermut entgegen. Denn gleich beginnt der Unterricht für den Saba-Nachwuchs. Ein Werk, dessen gesamte Fertigung auf Präzision ausgerichtet ist, muss seinen Nachwuchs für diese Aufgabe gründlich vorbereiten. Im Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis werden aus Lehrjungen tüchtige Facharbeiter. Der Rundfunkmechaniker ist ein interessanter Beruf, der in vielen Abteilungen gebraucht wird. Zum Beispiel im Prüffeld. Im Prüffeld erhält das Gerät seinen letzten Schliff. Die einzelnen Wellenbereiche werden abgestimmt, die Skala wird geeicht und die optimale Leistung eingestellt. Selbst die kleinen Geräte müssen sich die etwas derbe Behandlung mit dem Gummihammer gefallen lassen. Denn auch sie sollen im Gebrauch stabil und dauerhaft sein. Die jahrzehntelangen Erfahrungen im Rundfunkbau wurden auf die Fernsehgeräte übertragen. Das Qualitätsprinzip steht auch hier an erster Stelle. Parallel zur Rundfunkproduktion durchläuft dieser Fertigungszweig alle Prüfstufen, die zur Saba-Präzision führen. Nach der Empfindlichkeitsprüfung auf den Fernsehkanälen folgt der Messsender. Das Testbild beschließt die Kette der Erprobungen, um schließlich eine Leistung zu erreichen, die souverän in Bild, Klang und Technik ist. Im Atelier des Formgestalters entstehen die Modelle von morgen. Die Gesetze der Formgebung und die Linien der modernen Innenarchitektur werden hier aufeinander abgestimmt und mit der Technik in Einklang gebracht. Der Ausstellungsraum im Werk ist das Schaufenster der Saba-Produktion. Die Inhaber der Firma machen hier ihre Geschäftsfreunde mit den verschiedenen Saba-Modellen bekannt. Sie setzen damit eine Tradition des Familienunternehmens fort, das den persönlichen Kontakt seit Generationen pflegt. Hier gibt der Geschäftsführer, Herr Scherb, die Stichworte für eine Presseinformation über die Saba-Automatik. Der motorische Suchlauf, die elektronische Scharfabstimmung und die Fernsteuerung sind von der internationalen Fachwelt als unvergleichliche Spitzenleistung anerkannt. Plakate, Prospekte, Broschüren, Kataloge und Bedienungsanleitungen in allen Weltsprachen werben für das Prinzip der Saba-Präzision. Eine weitverzweigte Verkaufsorganisation ist die Schlagader des Vertriebs. Saba exportiert nach über 100 Ländern.
Erkenntnisse der modernen Marktforschung und der Verkaufsförderung sowie die Leistung eines umfassenden Kundendienstes zeugen davon, wie Sabat täglich und stündlich seine Arbeit in den Dienst der Geschäftsfreunde stellt, die Saba-Erzeugnisse in aller Welt verkaufen.